Gleichen Viertelwurzel aus x minus 3 gleich 2. Wie berechnet man das? Ja, bei der Seitenfunktion. Jo, also das heißt, ich mache hier Pünktchen 4, das heißt hoch 4. Was kommt denn dann da raus? Dann haben wir x minus 3 gleich 16. Jo, x minus 3 gleich 2 hoch 4 oder x minus 3 gleich 16. Ist das plus minus 2 hoch 4 oder ist das nur 2 hoch 4? Ja, nur 2 hoch 4. Das mit dem plus minus, wann kommt denn das? Ja. Die Wurzelzahl, ja. Jo, also wenn Sie haben x hoch 4 gleich 16, dann kommt daraus x gleich plus oder minus 2, also vierte Wurzel. Das, hier kein plus minus oder x gleich 19. So, wie geht das jetzt weiter? War es das? Ja? Wir machen eine Probe. Die ist obligatorisch, warum? Weil wir hoch 4 genommen haben, was so ist, die Variante. Genau, also hoch 4, hoch 6, hoch 8, hoch eine gerade Zahl verlangt die Probe. Ja? Bei hoch ungerade Zahl muss da sein? Nee. Gut, das ist völlig richtig. Vierte Wurzel aus 19 minus 3 ist vierte Wurzel aus 16 und das ist 2 und das stimmt. Gut, das heißt, das ist... Dritte Wurzel aus 3 minus x ist gleich minus 3. Jetzt rechnen wir die mal aus. Also wir machen hoch 3. Dann haben wir 3 minus x gleich minus 3 hoch 3. Minus 3 hoch 3 ist minus 27. Addiere ich die x plus x und ich addiere die 27. Und dann kriege ich raus x gleich 30. Stimmt das? So, jetzt habe ich x gleich 30 und meine Frage ist jetzt, stimmt das? Jetzt haben wir vorhin gesagt, bei dritter Wurzel müssen wir keine Probe machen. Also machen wir doch mal die Probe. Und wir bekommen dann raus, dritte Wurzel aus 3 minus 30. Ja, das ist dritte Wurzel aus minus 27. Jetzt, was ist dritte Wurzel aus minus 27? Ja? Minus 3. Aber es gibt Leute, die behaupten, das sei nicht minus 3. Ja? Minus 3 mal minus 3 mal minus 3 ist minus 27. Sie reden mit dem, der das okay findet. Es gibt auch noch, ich habe auch noch einen zweiten Verbündeten, der das okay findet. Sie wissen das? Ein mächtiger Verbündeter. Das ist nämlich er hier. Das heißt, wenn ich ihn mal frage, was die dritte Wurzel aus minus 27 ist, die dritte Wurzel hat er, glaube ich, sogar. Ja, die dritte Wurzel, die finden Sie irgendwo hier auf dieser Taste. Also drücke ich Shift. Und die Wurzeltaste, da habe ich die dritte Wurzel und tippe ein, minus 27. So, dann habe ich das eingetippt und drücke auf ist gleich und zack, kommt die minus 3 raus. Also das heißt, ja, es scheint zu stimmen. Nein, es gibt Kollegen, die das nicht gut finden. Es ist aber richtig. Also damit ist es okay und damit stimmt auch die Wurzelgleichung. Also wie gesagt, ich weise darauf hin, dass es Leute gibt, die das nicht okay finden. Aber, ich sage ja, mein Verbündeter, der Taschenrechner, sagt auch, dass es so ist. Also ist die Lösungsmenge hier 30. Fragen zur Aufgabe.